Es gibt Worte, liebe Schwestern und Brüder, die schließen ein ganzes Leben auf. Gefallen in einer bestimmten Situation machen sie alles schlüssig. Wir werden Zeugen heute eines solchen Wortes in dem Abschnitt aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Wir haben das zwar erst vor einigen Tagen bedacht, aber dieses Evangelium ist so dicht, dass man eigentlich nie genug bekommen kann und nie tief genug schürfen kann, um es zu verstehen. Johannes, der Täufer, hat einen Jüngerkreis, die er um sich gesammelt hat, die er lehrt, denen er etwas beibringt. Wir wissen das aus dem Evangelium, dass die Apostel später Jesus fragen werden: Wir wollen, dass du uns beibringst, wie man betet. Johannes der Täufer hat das seine Jünger auch gelehrt. Zwei dieser Jünger stehen bei ihrem Meister Johannes. Und dann spricht Johannes dieses Wort im Blick auf Jesus. Er hat es vorher schon gesagt, da hat es noch ausführlicher gesagt: Seht das Lamm Gottes. Was für uns wie eine liturgische Formel klingt, die tief in den Gottesdienst eingedrungen ist und die zum Bestand gehört. Jeden Sonntag an jedem Fest hören wir das mehrfach im Gloria, sofern man denn ein Gloria singt oder betet. Wir hören es in jeder Messe vor der Kommunion, in der Anrufung Christi, wenn er gegenwärtig ist auf dem Altar. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Wir haben dieses Wort wirklich tief aufgenommen in unseren Ritus. Aber ist es auch für uns ein Wort, das wie für diese beiden, Andreas und den anderen Jünger, alles aufschließt? Dass sie so neugierig werden, dass sie am Ende alles dran setzen und ihren alten Meister verlassen und diesem neuen, diesem Nobody, der da auftaucht am Jordan, nachgehen. Wenn ich das auf mich wirken lasse, liebe Schwestern und Brüder, frage ich mich: Wann haben wir eigentlich aufgehört, neugierig auf Jesus zu sein? Ich weiß, wir sind anständige Leute, setze ich jetzt mal für alle voraus hier. Und deshalb, weil wir anständig sind, gehen wir natürlich auch sonntags in die Messe. Sonst geht ja auch kaum noch einer. Also das machen wir. Wir sind ja Christen. Uns bedeutet das noch etwas, dass wir katholisch sind. Aber sind wir neugierig auf Jesus? Diese Frage, wo wohnst du, ist ja nicht so eine Verabredung nach der Party. Oh, ich will mal die Location besichtigen. Oder, wenn wir es ein bisschen bürgerlich gesetzter wollen, die neue Einbauküche. Oder was hat er denn für eine Sitzgruppe? Wo wohnst du, liebe Schwestern und Brüder, ist die Frage, wer bist du? Was bist du denn überhaupt für einer? Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Was ist mit dir los? Warum kann unser Meister auf dich zeigen, dich anschauen und sagen: Seht das Lamm Gottes? Was heißt das überhaupt? Das Lamm ist das Opfertier zu dieser Zeit. Das Sühneopfer. Es ist das Bild des Unschuldigen. Ein Lamm. Ein Mensch, der alle Schuld der Welt trägt. So sagt es Johannes der Täufer. So beten wir in jeder Messe. Dieses Wort schließt so viel auf, nicht nur von unserem Glauben, sondern auch von der Krise, in der wir stecken. Schuld der Welt, das ist doch alles Tralala. Das haben wir doch hinter uns gelassen. Wir sind es leid, uns von der Kirche ein schlechtes Gewissen machen zu lassen. Das wollen wir jetzt anders machen. Wir nennen das nicht mehr Schuld, wir gehen deshalb irgendwann in die Therapie. Okay, da gibt es schön, verdienen diese Leute auch was. Sollen ja auch nicht irgendwie von nichts leben müssen. Haben nicht umsonst studiert. Er trägt die Schuld der Welt. Offenbar ist das Neue Testament davon überzeugt und Jesus selber. Und Johannes der Täufer war es. Und alle, die ihm wirklich nachgegangen sind und gefragt haben: wo bleibst du, wo wohnst du, wer bist du? Dass es eine Schuld gibt, die zu tragen ist,
die abzutragen ist, die nicht weggeschoben wird, unter den Teppich gekehrt, verleugnet und dann zigfach wiederkommt und uns einholt, weshalb wir so freudlos dahin siechen. Er hat die Schuld der Welt getragen. Es gibt keine Schuld dieser Welt, keine Sünde, keine verborgene, kleine, so muckelige irgendwo in der Ecke, noch die großen Verbrechen dieser Weltgeschichte, die er nicht auf sich genommen hätte. Er, der einzig Unschuldige. Sie wollen es ein bisschen konkreter noch? Ich schlage vor, wir hören dem heiligen Paulus zu. Der exerziert das im Grunde genommen, obwohl er wahrscheinlich nie wusste, dass seine Stelle aus dem Korintherbrief mit diesem Evangelium kombiniert wird. Aber der exerziert es eigentlich an einem Beispiel durch, an einem sehr konkreten und sehr empfindlichen Beispiel, dem der Unzucht, dem des Leibes. Da können wir sagen, was heißt heute schon Unzucht? Sagen wir einfach einmal Sexualität, die natürlich nicht Unzucht ist. Die Sexualität ist zunächst eine gute Gabe Gottes. Aber was wir mit unserem Leib anstellen können, der heilige Paulus hatte auch keine Ahnung davon, wie man vor dem Internet verrottet und sich alle möglichen Seiten aufruft. Davon hatte der heilige Paulus noch keine Ahnung. Aber er wusste, dass es der gleiche Mensch ist, der zu all dem fähig ist, wenn er nur die Gelegenheit hat. Wer kann sich davon wirklich freisprechen? Die nicht wissen, worüber ich rede, schätzen Sie sich glücklich. Zumal, wenn Sie keinen Internetanschluss haben, sind Sie richtig froh. Aber auch ohne Internet, was können wir mit uns anstellen? Und das ist eine tiefe Frage der Nachfolge. Worum geht es auch bei der Nachfolge? Das ist der eigentliche Punkt dieses Evangeliums, wenn wir über Nachfolge sprechen. Diese zwei Fragen nicht danach, das ist ein cooler Typ. Mit dem können wir uns wahrscheinlich noch selber so ein bisschen verwirklichen. Da kommen wir groß raus. Karriere. Letztendlich die Bedienung des eigenen Ich. Meine Bedürfnisse, um die geht es. Wir sind im Moment als Kirche dabei, und es gibt sogar offizielle Dokumente dazu, uns ganz nach den eigenen Bedürfnissen zu richten. Es gibt so viele Bedürfnisse, die müssen wir alle erfüllen. Das ist die Perversion von Kirche. Wir sehen hier, was Kirche im Anfang ist. Die Neugier, die Faszination von dem, der als Unschuldiger in dieser Welt kommt und das Leid der Welt trägt, es auf sich nimmt, es erleidet. Das bildet Gemeinschaft. Und das Gemeinsame ist, auch meine Schuld trägt er. Wo bleibst du? Wo kommst du her? Neugierig zu sein auf den, der in der Mitte steht, auf den Johannes hinweist, von sich selber abzusehen. Die sagen ja auch nicht, hey du cooler Typ, komm doch mal zu uns nach Haus, machen wir einen netten Abend mal, unterhalten uns mal. Nein, sie nehmen ihn nicht ins eigene, sondern sie wandern aus dem eigenen aus, hin zu ihm. Sie wollen seinen Weg gehen. Sie wollen etwas über seinen Weg erfahren. Sie wollen wissen, wo er bleibt, wohin er geht. Und das ist ihr Ziel. Das bedeutet Nachfolge. Wenn wir davon etwas lernten, liebe Schwestern und Brüder, von dieser Neugierde. Augustinus, als er über diese Stelle predigt, er sagt ein mutiges Wort. Auch der heilige Augustinus konnte sich wahrscheinlich nicht alle, hat auch einige erlebt und keine und auch heftige Wirren, aber vielleicht konnte es sich selbst ein Augustinus, die Wirren sich unserer Zeit heutzutage hierzulande auch nicht recht vorstellen. Aber er sagt, wenn du willst, wenn du etwas über Jesus erfahren willst, dann musst du dorthin, wo er wollte, dass über ihn gepredigt wird. Dann musst du in die Kirche gehen. Der Religionsunterricht weitgehend hat uns Jesus uninteressant gemacht. Er hat ihn uns entweder zu einer Märchenfigur erklärt, die man nicht ernst nehmen muss, oder hat ihn gerade in die soziokulturellen Bewegungen, entweder der Grünen oder der Feministinnen oder was gerade so en vogue ist, eingeordnet. Aber das ist nach 10 Jahren out.
Jesus, der große Pazifist. Wir haben das, wir gähnen immer schon, wenn wir das hören. Das ist nicht Jesus Christus. Das ist eine Entstellung, eine Vereinnahmung. Jesus widersetzt sich dieser Vereinnahmung. Er ist, so wie er ist, interessant. Und er lädt uns ein. Kommt und seht. Dieses Wort ist nicht nur zu den beiden gesprochen, sondern es gilt uns allen. Wenn wir nur so viel Neugierde aufbringen, wie diese beiden Jünger, die auf dieses Wort hin des Johannes, seht das Lamm Gottes, wie elektrisiert sind, dass sie alles, was sie gelernt haben, was sie erfahren haben, hinter sich lassen, um nur dem nachzugehen. Wer bist du? Wo wohnst du? Wohin gehst du? Wohin du gehst, das soll auch mein Weg sein. Wir sehen, wie fruchtbar das ist. Andreas schleppt gleich seinen Bruder an, diesen etwas schwerfälligen, klotzigen, der heißt ja nicht umsonst Petrus Fels. Wir stellen uns da immer direkt irgendwie eine Kathedrale vor. Zunächst ist das ein klobkrotziger Kerl, deshalb heißt er so. Der ist ein bisschen plump und im Neuen Testament tritt er immer so auf. Geistig nicht so ganz beweglich, so. Deshalb ist er ein grober Klotz. Und Jesus behandelt ihn oft genug so. Aber auch den will er haben. Den Verräter im eigenen Kreis, genauso wie diesen Klotz, von dem er sagt, auf dem bildet er seine Kirche. Meinen Sie, für uns ist da nicht auch noch Platz? Kommt und seht.